Bei Insel und Meer geht es in dieser Woche weiter mit dem Jahresrückblick 2021. Unter anderem mit einem Graphic Novel von der Insel und dem Baustart für eine neue Erlebnislandschaft in Putbus. Ja, liebe Zuschauer, und damit ein ganz herzliches Willkommen zum zweiten Teil unseres Jahresrückblicks 2021. Und wir machen jetzt auch gleich weiter mit dem Mai. Wir machen Unsichtbares sichtbar. Ein Satz, den das Nationalparkzentrum Königstuhl wahr werden lässt. Ihre neueste Ausstellung dreht sich rund um die Bauarbeiten am neuen Königsweg. Da diese noch eine Weile dauern könnten, haben sich die Mitarbeiter des Nationalparkzentrums Königstuhl etwas ganz Besonderes überlegt, sodass sie den neuen Königsweg jetzt schon sehen, hören und anfassen können. Der InfoQ Königsweg ist sozusagen ein weiterer Ausstellungsraum von unserer Erlebnisausstellung und bezieht sich komplett um das neue Bauvorhaben, sozusagen um den Königsweg, die neue Aussichtsplattform. Und soll hier gebündelt alle Informationen können die Gäste hier bekommen. Es ist auch in Baustellennähe, also man hat sozusagen gleich, wenn man die Baustelle sieht, weiß man, da kriege ich meine Informationen, wenn ich Fragen dazu habe. Und es ist sozusagen ganz viele Aspekte zum Mitmachen, zum Durchlesen, zum Ausprobieren, dass man sozusagen wie in unserer Ausstellung Wissen ja, erlebnisreich vermittelt bekommt. Und genauso wollten wir das für den Königsweg auch machen. In dem kleinen Ausstellungsraum befinden sich jede Menge spannende Dinge, die sowohl großen als auch kleinen Besuchern erklären, wie und warum der Königsweg umgebaut werden muss. Warum bauen wir überhaupt eine Aussichtsplattform? Es ist einfach, Erosion nagt einfach an der Kreideküste und der Übergang, das Königsgrab. Es wird immer schmaler, der Weg, wenn man Bilder vergleicht, wie sich im Laufe der Jahre der Weg, wird irgendwann nicht mehr sicher passierbar sein. Und wir wollen natürlich aber diesen Aussichtspunkt auch erhalten. Es ist ja ein ganz markanter Punkt, der viele Leute interessiert. Und da ja, ist eben die Devise dann, eine neue Aussichtsplattform zu finden. Wir haben jetzt eine schwebende, ist es sozusagen geworden in der Konzeption. Und die wird hier ganz umfangreich erklärt. Die neue Form der Plattform ist zudem barrierefrei. In dem Ausstellungsraum befinden sich ein Fernseher, auf dem Sie einen Film mit einem Rundflug über die Plattform sehen können. Und durch eine VR-Brille können Sie den neuen Königsweg betrachten und so dem Bauwerk schon jetzt einen Besuch abstatten. Neben einem Malblock und Quizbögen leiten die Maskottchen des Nationalparkzentrums die Kinder spielerisch durch den Infocube. Der Rabe und die Maus, Mimi und Kax, unsere beiden Maskottchen, tauchen überall immer mit auf, dass sozusagen auch die Kinder ein freudiges Element haben, dass sie sagen, aha, die beiden kenne ich, die erklären mir auch hier wieder was. Wie es ja auch in der Ausstellung ist, haben wir auch eine Kinderreise, wo die beiden das darstellen. Und wichtig natürlich auch die Zweisprachigkeit. Wir haben in der Ausstellung haben wir auch das Element, dass man eine englische Sprachreise wählen könnte, wenn man das möchte. Und genauso wollten wir das hier natürlich auch haben. Wir wollen unsere internationalen Gäste nicht ausschließen. Sie sollen natürlich sich genauso informieren können über die kommende und dann zukünftig stattfindende Baustelle und eben das Endresultat. Und da ist es uns dann eben ganz wichtig, dass sie sich hier auch informieren können. Ende 2022 soll der Bau abgeschlossen sein. Dann können Sie wieder den weiten Blick über die Ostsee genießen und das ganz ohne dem Königstuhl zu schaden. Glücklich und zufrieden wirkte Steffen Waag am 1. Juni auf seinem Reiterhof. Kein Wunder, schließlich feierte er an diesem Tag das 15-jährige Bestehen seines Unternehmens. Dabei war es in der Anfangszeit gar nicht sicher, ob und wie lange er seinen Traum erhalten kann. Dem gelernten Koch und Dachdecker fehlte es in den ersten Jahren noch an Unterstützung für seine Idee, Wanderreiten auf Rügen anzubieten, auch seitens der Familie, wie er sagt. Denn einen laufenden Betrieb konnte er hier bei Rapin nicht übernehmen. Ich musste komplett bei Null anfangen. Hab vor 15 Jahren hier mit 3 Pferden angefangen und die ersten 3 Jahre waren eigentlich totales Chaos. Es hat nichts funktioniert, niemand kannte mich und war eigentlich ein absoluter Albtraum gewesen. Und nach 3 Jahren hat die ganze Sache, fing sie an zu laufen alles. Und jetzt sind wir im 15. Jahr und ich sage nur, alles super, ich habe alles richtig gemacht. Und wache nach wie vor jeden Morgen auf und sage, wow, toll, lasse das Abenteuer beginnen. Aufgewacht und mitgemacht lautet das Lebensmotto des leidenschaftlichen Kutschfahrers. Und die Leute machten mit. Ob Einheimische aus der Umgebung oder Urlauber, die ihre Ferien auf dem Hof verbrachten. Wie man an diesem Tag unschwer erkennen konnte, kamen viele Pferdenarren und Reiterinnen zum Gratulieren, die hier das Reiten gelernt haben und sich schon lange mit dem Hof verbunden fühlen. Letztendlich sind wir ein Touristikunternehmen, eine Reittouristik, und
bieten halt Reiten an, auch für Anfänger. Das ist bei uns möglich. Das machen andere Betriebe nicht, aber unsere Pferde sind dazu ausgebildet, wirklich mit Anfängern ins Gelände zu gehen. Der Hof ist für alle Altersklassen und Gemüter geöffnet. Mit dem Angebot der Kutschfahrten beispielsweise können außerdem Menschen erreicht werden, die im ersten Moment nicht viel für Pferde übrig haben, aber schon eher mal auf diese Weise einen Ausflug in die Umgebung machen. Obwohl der Fokus beim Wanderreiten Rügen klar auf dem Tourismus liegt, versteht sich das Unternehmen auch als soziale Anlaufstelle, gerade für Kinder. Viele ehemalige Reiterkinder kommen inzwischen mit ihrem eigenen Nachwuchs auf den Hof. Wir wollen Kinder fördern. Wir sind unheimlich sozial eingestellt. Meine Freundin ist auch Pädagogin und wollen, uns liegt ganz, ganz viel daran, mit Kindern zu arbeiten. Deswegen auch das Kindertheater und überhaupt Kinder zu fördern. Und das macht mega, mega Spaß, weil Kinder geben so, so viel zurück. Alles so. Und die Hauptsache ist wirklich Kinder. Kinder zu fördern und mit Kindern zu arbeiten. Beim Hoffest am Internationalen Kindertag mussten die Ponys dann auch schon mal die ein oder andere Extrarunde drehen. Schließlich war es auch hier in den vergangenen Monaten still geworden. Die Freude über den nun wieder möglichen Kontakt zu den Tieren war demnach riesig bei den Jüngsten. Das war unheimlich schwierig für uns. Zumal das Gute jedoch, das waren die Monate Oktober, Dezember, Januar, Februar, März, da spielt sich eh wenig mit Tourismus ab. Aber meine einheimischen Kinder kamen natürlich viel zu kurz dabei, alles so. Da war eigentlich Reiten für die gar nicht möglich. Das war natürlich ein ganz, ganz großes Loch für uns und für die Kinder gewesen, alles. Doch Steffen Waag ist Optimist. Für die Zukunft hat er schon Pläne. Eine Reithalle und ein Laufstall beispielsweise sollen noch entstehen. Und die Unterstützung seiner Familie hat er inzwischen auch. Ohne die wäre all das auch gar nicht möglich. Werbelicht Dr. Jahn GmbH. Seit 30 Jahren ein zuverlässiger Partner für Werbung aller Art. Auf den modernen Videoleinwänden an 8 verschiedenen Standorten in Mecklenburg-Vorpommern verteilt, werden Ihre digitalen Werbeideen von uns in Szene gesetzt. Alle weiteren Informationen erhalten Sie auf www.werbelicht-jahn.de. Werbelicht Dr. Jahn GmbH. Ja, das Labor meldet sich dann bei Ihnen. Wiederhören. Hallo, Herr Gell. Ach, kommen Sie zur Auffrischungsimpfung? Ja. Carpendale? Hello again. Da bin ich wieder. Immer herein in die gute Stube. Nur mit der Auffrischungsimpfung sind Sie bestmöglich gegen schwere Erkrankungen durch das Coronavirus geschützt. Rügen TV können Sie jetzt auch ganz bequem von unterwegs aus sehen. Mit unserer kostenlosen App für Ihr Smartphone. Sonne, Strand, Palm, Surfer und hier und da die ein oder andere Party. All das vereint in einem Buch. Klopse auf Jamaika ist eine Graphic Novel vom Künstler Peter Reichelt. Seine Geschichte spielt auf der Insel Rügen bzw. auf Rügens Schwesterinsel Ummerns. Dabei greift der Autor und Illustrator die kuriosesten Geschichten aus dem Alltag auf und verleiht ihnen noch das gewisse Etwas. Bunt, schrill und verrückt sollte es sein. Kein Wunder, denn das Werk entstand nämlich in den ruhigen Monaten des letzten Jahres. Es geht hier um das Leben, ums Surfen, um die wunderschöne Kulisse, in der wir hier leben. Um Musik geht's, um Kochen geht's, um, naja, ich sag mal, das Leben, was man vermisst, wenn man es nicht leben darf. In seiner Graphic Novel hat Peter Reichelt sich und seine Freunde in Rollen gesteckt und ihr Leben ein bisschen auf den Kopf gestellt. Situationen geschaffen, die nichts mit ihrem eigentlichen Leben zu tun haben und doch in gewisser Weise irgendwem irgendwann mal so ähnlich passiert sind. Oder eben auch nicht. Genauso verrückt wie die Geschichten ist auch der Name des Comics. Klopse auf Jamaika. Ein Titel, der erklärt werden muss. Vor meinem 30. Geburtstag habe ich so mal in den Freundeskreis geworfen, wenn ich in Karlsruhe alle Scherben zerschlagen habe, dann könnte ich mir vorstellen, auf Jamaika zu leben. Immer schön warm, die Palmen, das Meer, die Musik. Und
Naja, das war so ein bisschen Gelächter. Dann werde ich 50 und lebe ja nicht auf Jamaika, aber schon auch auf einer Insel, die ja für mich ähnlich ist. Habe ich das alles vergessen, 30 Jahre lang überhaupt nicht drüber nachgedacht. Und dann überlegt, wie kann denn das heißen, was ich da mache? Und ich finde ja auch, es geht ja auch viel um Dialekt. Und da heißt ein Fleischküchle Klopse. Und das Wort finde ich schon mal schön. Total schön. Die Geschichte nimmt ja so auch ihren Verlauf, ne? Liegt es nahe, dass das so heißt? Klopse auf Ummanz finde ich ein bisschen langweilig. Klopse auf Rügen. Ein Badner auf Rügen. Was soll die Scheiße, habe ich gedacht, ne? Das ist ja alles furchtbar. Warum nicht das? Genauso spontan wie der Titel kamen auch die Ideen. Dabei spielen die Themen Freiheit, Glück und Heimat immer eine kleine, aber wichtige Rolle. Die Heimat des gelernten Druckers ist aber gar nicht Ummanz, sondern Baden-Württemberg. Durch einen Kunden ist er auf die Insel Rügen gekommen. Ein Fotograf, der hat bei uns Postkarten drucken lassen. Und so bin ich 94 hierher gekommen und fand die Insel total abgefahren. War dann jedes Jahr im Urlaub da. Aber da ich ja Städter bin, aus Karlsruhe komme ich, ne? Badner. Und konnte ich mir nicht vorstellen, hier zu leben. Dann wird der Kerl 50, alles wird anders, Familie aus dem Haus und wie das Leben so spielt. Dann bin ich mit einer neuen Freundin, Begleitung, Familie hierher gezogen. Und ich habe es eigentlich nicht bereut. Seit 12 Jahren lebt er nun schon auf der Insel, kocht für das Surfhostel auf Ummanz und hat früher seine Kunst auf Märkten verkauft. Fast das komplette letzte Jahr lang hat er sich inspirieren lassen, Geschichten überlegt und gezeichnet. Und dann habe ich das entwickelt. Ich habe immer so schon ein bisschen eine Geschichte gewusst, aber der Rest kam beim Zeichnen. Ja. Die Dialoge ungefähr auch. Und im Prinzip alles erfunden, bis auf das Interview, die ersten 10 Seiten. Das ist tatsächlich so, das ist ein Freund von mir. Ist jetzt eine Freundin geworden im hohen Alter. Und das fand ich ultra spannend. Wir kennen uns schon seit Jugend an. Und wenn man sich so gut kennt, kann man einfach alles fragen, wenn es plötzlich eine Frau ist. Und da sind sehr lustige Dinge dabei rausgekommen. Ein bisschen übertrieben habe ich natürlich auch. Ja, und so sind es dann Seite für Seite. Ich habe das ungefähr aufgebaut wie ein Film. Eine Szene gemacht, die nächste Szene, ob das zusammenhängt oder nicht, das, was mir Spaß gemacht hat, und dann habe ich es zusammengebaut. Und so ist es gekommen. Und ja, dass es so viel an Resonanz hat, wo das noch gar nicht da ist, das haut mich glatt um. Die Finanzierung des Hardcover-Buches konnte unter anderem dank einer Vielzahl von Unterstützern auf der Crowdfunding-Plattform Startnext ermöglicht werden. Erscheinen wird der Comic voraussichtlich am 10. Juli. In Kooperation mit Rügendruck wird die erste Auflage aus 1500 Exemplaren bestehen. Wenn alles klappt, kann man sich bei der Release-Party eine signierte Ausgabe sichern. Mit einer Höchstgeschwindigkeit von rasanten 30 Kilometern pro Stunde tuckert die schwarze Dampflok durch die Landschaft Rügens. Seit nun mehr als 120 Jahren bringt sie Einheimische wie Touristen über die Insel, von Putbus über Binz, Selin und Barbe bis nach Göhren. Zwischenzeitlich wurde die Strecke sogar bis nach Alte Fähr verlängert und betrug etwa 100 Kilometer. Dies ist heute offensichtlich nicht mehr der Fall. Dennoch zieht die nun 24 Kilometer lange Fahrt jährlich unzählige Touristen an. Doch der rasende Roland ist mehr als nur ein Touristenmagnet. Weil er hier eben ÖPNV ist, also öffentlicher Personennahverkehr, weil er echten, normalen Bahnverkehr anbietet. Er hat hier eine ganz zentrale touristische Funktion. Ich bin überzeugt, dass nahezu jede Urlauberin und Urlauber, die Rügen verlässt, sich auf jeden Fall an den rasenden Roland erinnert. Und drittens, er hat natürlich auch ein Stück weit eine museal-historische Tradition, die er aufbereitet. Also für die Identität der Insel ist das total bedeutsam. Auch wenn sowohl die Strecke als auch die Züge einen hohen historischen Wert haben, darf man auch den Blick in die Zukunft nicht außer Acht lassen.
den Charme und die Geschichte des rasenden Rolands zu erhalten und zugleich moderne Arbeitsbedingungen und Arbeitsschutz für die in den letzten Jahren wachsende Zahl an Mitarbeitern zu schaffen, dieser Spagat soll in Zukunft am Bahnhof Putbus ermöglicht werden. Dort wurde am 5. August der erste Spatenstich für den Neubau gleich zweier Projekte gesetzt. Also hier entsteht ein Erlebnisbahnhof, also dass eben auch für Touristen dieses Bahnwesen und diese alte Form von Bahn auch erlebbar ist. Man kann ja eine Bahn einfach fahren lassen und dann nebenbei winken, aber man kann das auch noch so gestalten, baulich so gestalten, dass man in so eine Werkstatt auch mal reingucken kann und dass man einfach die Dinge sehr, sehr genau als Tourist auch nachempfinden kann, wie war es damals und auch dann ganz, ganz praktisch wiederum für die Leute, die die Bahn instand halten, eben auch ein Werkstattneubau. Weil das sind ja auch schwere Teile, das sind ja auch große Maschinen, große Geräte. Die kann man mal eben nicht in einem Zelt mal eben zusammen bauen und instand setzen. Und da muss ein Werkstattneubau her. Das hat auch was mit Arbeitssicherheit und mit der Sicherheit für die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zu tun. Die neue Erlebnislandschaft wird vom Landkreis Vorpommern-Rügen gebaut, unterstützt vom Wirtschaftsministerium MV mit rund 9 Millionen Euro. Dort, wo zurzeit noch die Werkstatt ist, wird in den nächsten Jahren in drei historisch nachempfundenen Gebäuden ein Museum entstehen. Nebenan wird es eine fast 200 Meter lange Wagenhalle für historische Züge sowie eine barrierefreie Aussichtsplattform geben. Und wollen natürlich auch die Geschichte und das Erlebnis Eisenbahn den Touristen weiterbringen. Und zwar nicht mit dem toten Museum, sondern mit einer Erlebniswelt, wo man wirklich zugreifen kann, selber machen kann, erleben kann. Dass man riechen kann, wie war alte Eisenbahn. Das wollen wir eigentlich heute starten und hoffen, das in den nächsten 4 Jahren umzusetzen. Für den Landkreis ist der rasende Roland eines der wichtigsten touristischen Wahrzeichen. Deshalb wurde auch einiges an Geld in die Hand genommen, um den Besuchern zukünftig noch mehr bieten zu können. Das ist das größte Projekt des Landkreises, das über unsere Pflichtaufgaben hinausgeht. Also Pflichtaufgaben ist, dass man noch anständige Schule hat und dass die Kreisstraßen okay sind und Dinge, zu denen wir gesetzlich nicht verpflichtet sind, nennen wir ja Pflichtaufgaben. Und das ist schon das größte Statement, das der Landkreis auch finanziell abgibt. Einige hundert Meter weiter wird unter der Bauherrschaft der Preßnitztalbahn die neue Eisenbahnwerkstatt entstehen. Andere Schmalspurbahnen in Deutschland haben bereits eigene moderne Werkstätten. Nun soll dies auch der Rügenschen Bäderbahn nicht länger verwehrt bleiben. Zeit- und kostenaufwendige Wege für Reparaturen gehören somit in Zukunft der Geschichte an. Wir haben hier eine Eisenbahnwerkstatt, die quasi beinahe so alt ist wie die Bahn selber. Ist jetzt ein bisschen übertrieben, aber die sehr, sehr viele Jahrzehnte Erfahrungsschatz auf dem Buckel hat mit dem kleinen Haken, dass sie zu den modernen Arbeitsschutzanforderungen immer schwerer passt. Das macht es also nicht ganz leicht. Den Arbeitsschutz zu gewährleisten, die modernen Arbeiten, die erledigt werden, müssen alle abzubilden. Und das ist der Grund, weshalb wir schon seit mehreren Jahren gemeinsam überlegen, wie wir hier einen Neubau hinbekommen, der quasi dem heutigen Standards entspricht, der auch mehr Arbeiten hier vor Ort ermöglicht, als wir heute können. Manche kleinere Arbeit führt schon dazu, dass die jeweilige Dampflokomotive auf den Tieflader muss und einige hundert Kilometer weggefahren werden muss, wo die nächste Werkstatt ist, die sowas dann für solche speziellen Lokomotiven kann. Daneben werden auch die Gleise und eine Waschanlage um- und teilweise sogar neu gebaut. Gefördert wird der neue Werkstattkomplex vom Infrastrukturministerium mit etwas mehr als 24 Millionen Euro. Rund die Hälfte davon stammen aus dem Europäischen Fonds für regionale Entwicklung. Die Planung für das Großprojekt begann bereits vor mehr als einem Jahrzehnt. Abgeschlossen waren sie dann 2012. Der Weg von dort bis zum Baubeginn war jedoch nicht immer einfach. So gab es unter anderem Schwierigkeiten bezüglich der Trennung der beiden Projekte für die Finanzierung aus zwei verschiedenen Fördertöpfen. Denn welche Gleise gehören denn nun zur Werkstatt und welche zum touristischen Bereich? Und auch Corona hatte seine Finger im Spiel, denn persönliche Treffen waren zeitweise nicht möglich. Wir sind hier seit 2008 auf der Insel und haben damals direkt angefangen, die neue Werkstatt zu planen. Das war also in der Ausschreibung enthalten, dass hier was Neues passieren muss. Wir waren eigentlich 2012 fertig und seit 2012 wird verfeinert und finanziert. Es ist also schwierig für so eine große Sache, eine tragfähige Finanzierung zu finden. Wir mussten da also ganz viele Partner mit ins Boot bringen. Und nun kam jetzt noch Corona, das bietet natürlich neue Risiken. Aber ich denke, wir haben das jetzt so weit im Griff, dass das kein Flughafen wird wie in Berlin, der am Ende ausufert ins Nichts. Ich denke, wir haben das gut im Griff. Fertig wird die neue Anlage wohl in etwa 4 Jahren. Für alle Touristen, aber auch die Mitarbeiter werden die beiden Neubauten dafür sorgen, das Erlebnis rasender Roland sogar noch ein klein wenig spannender zu machen, als es jetzt schon ist.
Letzte Vorbereitung für eine liebgewonnene Stralsunder Tradition. 22 Fässer müssen für den Start der Deutschlandtour fertig gemacht werden, für jedes Radlerteam eines. Befüllt werden sie hier beim Fischhandel Rasmus mit einer ganz besonderen Spezialität, dem Bismarck-Hering. In diesem Jahr feiert das Stralsunder Original seinen 150. Geburtstag, hat an seiner Beliebtheit aber nichts eingebüßt. Süß, sauer, mild eingelegter Hering, das war vorher ja schon das Produkt von Herrn Wichmann. Und ich sag mal, zum Bismarck-Hering ist es ja dann geworden, weil er so ein Bismarck-Fan war und dem Herrn Bismarck diesen Hering hat zukommen lassen. Und das hat ja so eine wahnsinnige Tradition. Und also ich finde es heute noch super lecker und ja, offensichtlich funktioniert es immer noch. Das ist ja nun Manufakturwesen, also selbstgemachter Räucherfisch, ganz viele selbstgemachte Marinaden, aber Bismarck-Hering ist das Produkt schlechthin. Ne? Also wir haben ja auch das ursprüngliche Hinseher-Pfefferlappen-Rezept, mag ich persönlich auch sehr gerne, aber der Bismarck ist schon das wichtigste Produkt. Dass prominente Gäste der Hansestadt ein Fass mit Fisch bekommen, geht auf den Ursprung des Bismarck-Herings zurück. Befeuert durch die Reichsgründung 1871 schickte der Stralsunder Kaufmann Johann Wichmann ein Fässchen mit seiner Fischfeinkost an Otto von Bismarck, mit der untertänigsten Bitte, künftig dessen Namen für sein Produkt zu verwenden. Der frisch gebackene Reichskanzler willigte ein. An der streng geheimen Originalrezeptur, erfunden von Johann Wichmanns Frau Caroline, hat sich seit dem 19. Jahrhundert demnach auch nichts verändert. Das war so eine Sache, ja. Das wurde mir wirklich notariell übergeben. Ja. Also da sind wir zum Notar und dann gab es das Geheimrezept und das haben wir dann auch schön ins Schließfach gepackt. Und das ist der heilige Gral. Vor einem halben Jahr übernahm Matthias Schilling mit seinem Hindenseer Kutterfisch den Laden von Henry Rasmus, der sich in den Ruhestand verabschiedete. Zusammen mit der Tourismuszentrale soll nun am 3. und 4. September das Jubiläum des Bismarck-Herings gefeiert werden. Ein klein wenig auch als Einstand für den neuen Geschäftsführer in der Heilgeiststraße 10. Naja, wir werden eine kleine Feierlichkeit veranstalten zu 150 Jahre Bismarck-Hering. Und weil wir noch neu hier sind in der Heilgeiststraße und ich das so toll finde mit vielen kleinen Läden, haben wir die Nachbarn gefragt, ob sie nicht auch Kleinigkeiten machen wollen. Und so, dass jeder der Läden im oberen Ende der Heilgeiststraße macht etwas Kleines, sag ich mal, und daraus wird sicherlich eine gewisse Dynamik vielleicht entstehen. Los geht es am Freitag um 14 Uhr. Neben einem kulinarischen Angebot wartet auf die Besucher auch ein buntes Rahmenprogramm mit Musik. Alle Stralsunder und Gäste sind herzlich eingeladen, dieses besondere Stadtjubiläum in der Heilgeiststraße mit zu feiern. Wie der Bismarck-Hering nun zu seinem Namen kam und ob er auch wirklich in Stralsund erfunden wurde, darüber gibt es viele Spekulationen. Das offizielle Schriftstück mit der Einwilligung Bismarcks an Johann Wichmann soll während des Bombenangriffs auf Stralsund im Oktober 1944 verbrannt sein. Ob es also wirklich so war, lässt sich nicht mehr beweisen. Aber 2008 bestätigte die Familie von Bismarck noch einmal schriftlich und hochoffiziell die Stralsunder Version zur Namensgebung. Und das hat sonst keiner. Ja, und damit, liebe Zuschauer, sind wir am Ende unseres zweiten Teils des Jahresrückblicks 2021 angelangt. Ich hoffe, es hat Ihnen gefallen und ich würde mich freuen, wenn Sie in der nächsten Woche zum dritten Teil wieder einschalten. Dann begrüßt Sie hier an dieser Stelle meine Kollegin Emma Borowski. Bis dahin wünsche ich Ihnen alles Gute und einen schönen Start in das Jahr 2021. Bis dann.